Es ist dieses Buch, das bis zur Veröffentlichung streng unter Verschluss gehalten wurde. 200 Seiten, auf denen sie, wie sie selbst sagt, auspackt. Natalie Volk, Künstlername Miranda de Grande, hat ihr Lebenswerk veröffentlicht. Ich bin selber etwas überrascht, dass ich mit 26 Jahren schon eine Biografie veröffentlicht habe. Aber wenn man etwas zu sagen hat, dann hat man etwas zu sagen. Und ich hatte viel auf dem Herzen. Was ist es, das ihr 26 Jahre lang unter den Nägeln brannte? Wer muss zittern? Zwei Personen kommen da vielleicht nicht ganz so gut weg, aber ich war noch diskret. Diskret ist nicht unbedingt das Wort, mit dem man Natalie Volk als erstes in Verbindung bringt. Als ehrgeizig fällt sie auf, als sie es 2014 aus der Kreisstadt Nienburg in Niedersachsen zu Germany's Next Topmodel zieht. Die Presse liebt ihre Geschichten von Anfang an. 2015 angelt sie sich den 40 Jahre älteren Unternehmer und Millionär Frank Otto. Ihre Mutter, die Lehrerin, verliert ihren Beamtenstatus, als sie die Tochter mit falscher Krankmeldung ins Dschungelcamp begleitet. Mutter, Bruder und auch Frank Otto sind am Freitag bei der Vorstellung ihres Buches in München übrigens auch zugegen. Die beiden zelebrieren ihr Liebes-Comeback für alle sichtbar. Frank Otto ist stolz. Ich finde es großartig, sie hat es geschafft. Mit ihm könne sie sich jetzt sogar Kinder vorstellen. Er kommt auch in ihrem Buch gut weg. Ein gewisser Thomas hingegen nicht. Auch wenn sie den Namen nicht ausschreibt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um Volks Ex Timur A handeln dürfte. Er steht den Hells Angels Albanien nahe. Volk schreibt über Thomas, er habe sie am Anfang mit Liebe überschüttet. Doch die Beziehung sei schnell toxisch geworden. Er soll ihr Geld gewollt haben. Sie sollte sich von allem trennen, was ihr wichtig war, und sogar den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen haben. 2021 konnte sie sich aus der Beziehung befreien. Geblieben sind jedoch Tätowierungen und die strahlend weißen Porzellanveneers. Ich würde jedem empfehlen, ein Buch zu schreiben für die Selbstreflexion und daran zu wachsen. Und ich finde, man sollte immer über seine Traumata reden und irgendwann mal auch damit abschließen. Natalie Volk lebt nach einem Zwischenstopp in den USA, inzwischen übrigens in Australien, studiert dort Biomedizin. Ihre zugegeben mit 200 Seiten vergleichsweise eher dünne Biografie, ein PR-Coup, um mal wieder im Rampenlicht zu stehen? Eine ehrliche Antwort? Auf jeden Fall. Ich fühle mich in der Öffentlichkeit nicht mehr wohl. Ich bin ehrlich. Ich mag es einmal im Jahr vielleicht, aber jeden Tag in dieser Branche wird man nicht wie ein Mensch behandelt. Es ist sehr oft respektlos und ich bin anscheinend ein bisschen zu sensibel manchmal. Natalie Volk hat noch viel vor, könnte sich trotz plötzlicher Scheu vorstellen, als Schauspielerin oder Regisseurin durchzustarten. Also mal abwarten, ob uns in ein paar Jahren der Biografie zweiter Teil erwartet.